den großen Auftritt. Michelle, das Mikro gehört dir, wenn du möchtest. Echt mal, einmal Gleis 6 statt Gleis 7. Und man fährt einfach wieder zurück Richtung Düsseldorf. Das ist gar nicht so cool, wie man sich das so vorstellt. Ja, eigentlich kann ich das relativ gut, wenn ich einen Zettel habe. Jetzt habe ich natürlich nur dieses blöde Pad. Muss gerade eben darauf klarkommen, wie ich jetzt wieder... So. Wie mache ich denn jetzt meinen Text auf? Das sind diese Landtagspads, die wir bekommen haben. Ich kann sie nicht empfehlen. Ich habe mir jetzt wieder einen normalen Laptop bestellt. Wie komme ich jetzt hier zurück auf das Startmenü? Guck mal, einfach ausmachen, wieder anmachen. Das ist Microsoft, so einfach kann es sein. So, ihr müsst jetzt ein bisschen länger leiden. Ich hatte viel Zeit in der Bahn, mir viele Zahlen rauszusuchen. Jetzt müsst ihr mit Fakten klarkommen. Ja. Und ich habe immer noch kein Bier. Ich möchte das nur gesagt haben. Also fast nicht. Ja, also von meiner Odyssee habt ihr schon gehört. Hallo. Der Seko hat mich eingeladen. Ist das erste Mal, dass ich hier bin auf dem politischen Aschermittwoch oder überhaupt auf einem politischen Ascher. Ach, ist doch das Gleiche, nur anders. War wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass ich hier bin. Ups. Aschermittwoch im Januar. Genau. Ja, wie gesagt, das Gleiche, nur anders oder auch nicht. Ja, bis gestern habe ich überlegt, was mache ich, was halte ich für einen Vortrag. Nach dem Desaster bei der Anreise könnte ich jetzt natürlich über die Bahn meckern. Über die Bahn meckern kommt immer gut, aber ich war ja leider selber schuld. Ich würde gerne und ich hätte so viel zu sagen, was die Zukunft der Partei angeht, wie man das irgendwie anders machen kann, wie man die Piraten nach vorne bringen kann. Aber dafür haben wir den TDPA in Kassel und deswegen, nee, machen wir nicht. Ich sollte was für mich Offensichtliches machen, was ich immer mache, was man mit mir in Verbindung bringt. Boah, Christus, ich liebe dich, aber das weißt du schon, das brauche ich nicht wiederholen. Ich trinke jetzt erstmal einen großen Schluck. Das ist offensichtlich für mich übrigens. Also, ich sollte was machen, was für mich offensichtlich ist, was ich eigentlich immer mache, wofür ich bekannt bin. Keine Angst, Nicole, ich werde nicht als Landesvorsitzender in Bayern kandidieren. So ein Insider aus NRW. Also ich komme aus dem Ruhrpott, ich bin hier in Bayern. Das ist das Thema klar. Worüber redet man? Da redet man natürlich über Bier. Na, Bier macht jeden Körper schöner, kennt ihr ja, und jede Rede besser. Bier, da ist mir Folgendes zu eingefallen. Ich bin gerade in Bahnhofskiosk gewesen. Wer erinnert sich an den hier? Mit mir holen wir 5%. Noch so ein Insider. Aber ich glaube, das war hier relativ in der Nähe. Relativ. Insider Nummer 2, na gut, ich lasse das jetzt. Bayern und alles nördlich des Weißwurst-Äquators, habe ich gehört. Da muss man sich um Bier streiten. Hier handliche kleine Gläser und da solche Humpen. Hier Braukunst, die in Jahrhunderten entwickelt wurde, von Mönchen tradiert und da so eine regionale Besonderheit. Hier ist das erfrischende Getränk für zwischendurch. Hier ist das erfrischende Getränk für zwischendurch und da ist das schon in Berlin unbekannte exotische irgendwas. Hier ist mein Lieblingsschluck zum Grillteller, was ich immer wieder trinke und da ist pilzkalt
Alt und Kölsch. Gut, der war nicht so gut. Macht nix. Ich trinke das da lieber als Pilz, Alt und Kölsch. Der Kölner sagt nein. Gut, nein, ich muss über Politik reden. Meine Mitarbeiterin hat gesagt, ich muss über Politik reden. Muss auch über irgendwas reden, was im Landtag vorkommt, weil die Landtagsfraktion bezahlt ja schließlich, dass ich hier bin. Was mache ich? Ich bin Michel, ich bin Vorsitzender der größten Piratenfraktion der Welt. Ich bin der einzige, ich habe extra nachgeguckt, der einzige religionspolitische Sprecher der Welt, also der Piraten. Und wir sind in Bayern, also was bietet sich da mehr an, als zu reden über die Kirche? Luja Sorgi, Religion und Staat, Staat und Religion und was hat das eigentlich mit Bier zu tun? Ich erlebe täglich, welchen enormen Einfluss, welchen großen Einfluss Kirchen haben auf unsere Politik. Da gibt es eine Anhörung zum Arbeitsrecht. Arbeit, eins der großen Themen der Bürger, eine der großen Ängste, Arbeit verlieren, sozialer Abstieg. Arbeitsrecht, da haben die Kirchen ein eigenes Arbeitsrecht, den sogenannten dritten Weg. Da macht man eine Anhörung, wie kann das Arbeitsrecht verbessert werden, wer ist selbstverständlich dabei? Die Kirchen. Da redet man über die Anerkennung in Nordrhein-Westfalen, über die Anerkennung von neuen Religionsgemeinschaften. Also nicht neue Religionsgemeinschaften, aber die sollen neue Körperschaften werden. Man redet nicht mit denen, man redet darüber, wie dieses Gesetz aussehen soll mit den Kirchen. Man redet über Bildung, man redet über Schulen, man redet über Kindergärten. Wer ist Träger von Kindergärten? Die Kirchen. Wer ist selbstverständlich dabei? Das Bundesverfassungsgericht hat vor kurzem das Kopftuchverbot gekippt in Nordrhein-Westfalen. Das Kopftuchverbot. Da macht man ein internes Treffen, sitzt von jeder Fraktion ein Vertreter. Und wer sitzt dabei? Natürlich die Muslime, oder? Ist ja völlig klar. Muslimische Verbände. Nein, die waren nicht da, sondern die Kirchen. Wie sollte es anders sein? Bei der Anhörung gesetzt und erst die Piratenfraktion musste auf den Trichter kommen, hey, man könnte ja mal ein paar Muslime einladen und könnte die mal fragen, was die denn von eurem neuen Gesetz so halten. Bayern hat übrigens, ich habe es gerade nachgeguckt, eine etwa gleichlautende Formulierung. Ich muss mal gucken. Nur hier scheint man gar nicht mit Muslimen zu reden, denn in Bayern wundert sich der Integrationsbeauftragte der Staatsregierung. Der Mann heißt Martin Neumeier. Der hat sich darüber gewundert, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilt und hat gesagt, Zitat, ich nenne dieses Urteil fragwürdig und ich bin unsicher, ob die Menschen in meinem Land das verstehen. Nochmal, um das klarzumachen, das Urteil besagte, dass ein Bundesland, in dem Fall Nordrhein-Westfalen, nicht pauschal türkischstämmigen Lehrerinnen, in dem Fall eine klagende türkischstämmige Lehrerin, verbieten kann, ein Kopftuch zu tragen als Lehrerin in der Schule. Das scheint in Bayern fragwürdig zu sein. Der Lehrerverband in Bayern hat gesagt, wir sollten dieses Verbot sofort aufheben. Die bayerische Landesregierung hat gesagt, warum? Wir hatten noch nie eine Lehrerin, die sich beschwert hat. Das Gesetz funktioniert gut. Das kann man machen. Ich habe Fragen bekommen, was die Kirche angeht. Ich habe bei einer Plenardebatte gesagt, dass ich es komisch finde, wie die Kirchen unterstützt werden bei ihren kirchlichen Events. Ich bin gefragt worden, warum hasst die Piratenpartei eigentlich religiöse Menschen? Habe ich geantwortet. Ich habe gesagt, Hass. So ein hartes Wort. Aber wenn ich was hasse, nein, anders. Jeder kann ja glauben, was er will. Jeder kann glauben, was er will. Ich kritisiere nicht Religion oder religiöse Menschen. Ich kritisiere auch nicht die Kirchen, sondern ich kritisiere, dass der Staat viel zu eng verflochten ist mit diesen Kirchen. Und das muss aufhören. In Bayern ist das natürlich fast eine Symbiose, von daher rede ich ja gar nicht in derselben Liga wie einige hier. Aber was ich am allerschlimmsten finde, ist diese finanzielle, also neben diesen Privilegien, die haben, sie dürfen überall mitreden, ist diese finanzielle Verknüpfung. Wir sind ein säkulärer Staat, wir trennen ganz klar und sagen, wir haben keine Staatsreligion, wir sagen ganz klar, Kirche hat eine besondere Rolle, sehen wir ja, aber wir sind ein säkulärer Staat und die Kirche ist eben nicht mehr staatlich aufoktroyiert. Was wir trotzdem machen ist, wir helfen denen bei den Finanzen und zwar ganz, ganz schlimm. Erstens hilft der Staat, die Kirchensteuer zu kassieren. Kirchensteuer kennt ihr. Kurze Geschichte dazu, in den 70er Jahren im 19. Jahrhundert hat der Kaiser gedacht, Mensch, ich will das nicht mehr aus meiner Schatulle bezahlen, ich gebe den Kirchen das Recht, eine eigene Steuer zu erheben. Das haben die dann auch gemacht und das wurde professionalisiert
im Deutschen Kaiserreich, und es läuft darauf hinaus, dass heute das Finanzamt von dem, was ihr bezahlt als Einkommenssteuer, sofern ihr Mitglied einer Kirche seid, dass ihr 8 oder 9%, je nachdem in welchem Bundesland ihr lebt, Kirchensteuer bezahlt. Steuerpflichtig ist jeder, und das fand ich interessant, steuerpflichtig ist jeder, der getauft ist, und zwar bis zum Austritt. Die katholische Kirche sagt, man kann nicht austreten. Außer man tritt aus, dann wird man exkommuniziert und dann ist man doch draußen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also, wenn ich austrete aus der katholischen Kirche, bin ich nicht mehr steuerpflichtig, dann exkommunizieren sie mich. Wenn sie mich übrigens exkommunizieren, ohne dass ich ausgetreten bin, bin ich weiterhin steuerpflichtig. Ich verstehe das nicht, aber man muss die Katholiken nicht immer verstehen. Der Austritt ist in den meisten Bundesländern kostenpflichtig, außer in Berlin, Bremen, Brandenburg. Ansonsten kostet das überall zwischen 10 und 60 Euro. Wo? 70? Wo? Nein, 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 nein. Ich habe extra nachgeguckt. In Nordrhein-Westfalen kostet es 30 Euro, in Bayern 31. Wenn ihr übrigens verheiratet seid, 41. Die Begründung dafür ist überall gleich, der Akkustand ist niedrig. Na dann. Das mit diesem Papier funktioniert einfach besser. Die Begründung dafür ist überall gleich. Es fallen Verwaltungsgebühren an, da die Abmeldung beim Standesamt oder beim Amtsgericht ja Aufwand produziert. Eine Umfrage des Internationalen Bundes der Konfessionslosen und Atheisten hat ergeben, dass es eine Menge Hartz-IV-Empfänger gibt, die sich den Austritt nicht leisten können, weil sie diese 30, 40, 50, 70 Euro einfach nicht haben. Das heißt, ich bringe mal eine Forderung, ne? Hier bei dem politischen Aschermittwoch nur anders. Ich fordere die Länder auf, dass diese unsozialen Kirchenaustrittsgebühren sofort abgeschafft werden, denn so wie sie sind, sind sie einfach nicht tragbar und unsäglich. Die Religionsfreiheit ist nun mal auch die Freiheit, keiner Religion anzugehören oder eine Religion zu wechseln. Oder wie 390.000 Menschen bei einer Volkszählung in England im Jahr 2001 sowas Cooles anzugeben wie ich bin Jedi. Erstens Finanzen. Zweitens, jetzt muss ich erst was Piratiges machen. Ich möchte ein Meinungsbild einholen. Wer von euch weiß, wie sich Kirchen finanzieren? Also durch Spenden, durch Mitgliedsbeiträge, also Kirchensteuern, durch Mieteinnahmen auf Grundstücke, auf Gebäude, durch eigene Firmen, verkaufen die ihre Goldschätze. Wie finanzieren die sich? Weiß das jemand genau? Wer weiß das genau? Einer? Okay. Wovon zahlen die Kirchen eigentlich ihre Priester und Pfarrer? Oh. Oh. Na, also nicht aus der Kirchensteuer, das ist schon besser. Wie finanzieren Kirchen ihre Kirchentage? Und wie finanzieren die eigentlich den Erhalt ihrer kulturell so wertvollen Gebäude? Fun Fact am Rande, der Kölner Dom und sein Erhalt wird komplett durch Spenden finanziert. Habe ich letztens gelesen, ist das Bistum Köln auch sehr stolz drauf. Das stimmt, aber sie geben halt kein Geld für den Kölner Dom aus, für den Erhalt, sondern dafür sammeln sie Spenden. Ich könnte da jetzt was zu sagen, aber ich lasse das lieber. Also das Bistum Köln hat eine eigene Bank. Das betreibt Kindergärten. Kindergärten, wenn die renoviert werden, bekommen sie einen Zuschuss vom Land NRW. Das Bistum Köln leiht sich bei seiner eigenen Bank Geld, lässt sich die Hälfte von dem Geld durch das Land NRW bezuschussen, zahlt an seine eigene Bank die Kredite zurück, und zwar die Raten. Man könnte das im Ganzen bezahlen. Jetzt hör auf hier zu meckern, du blödes Ding. Man könnte das im Ganzen bezahlen, tut man aber nicht, weil dann müsste man den Zuschuss zurückzahlen. Leute, die sich bei sich selbst Geld leihen, sind mir suspekt. Ich verstehe da die Logik nicht hinter. Aber sei es drum. Ich habe gerade nachgeguckt, im Haushaltsplan Nordrhein-Westfalen stehen Zuschüsse für Religionsgemeinschaften. Die Katholiken kriegen 13,4 Millionen Euro im Jahr 2016. Und die evangelische Kirche 9 Millionen. Das sind zusammen 22 Millionen Euro Zuschuss. Wofür? Da steht
aber nur im Erläuterungsband, den die Abgeordneten haben, nicht in dem, was öffentlich zugänglich ist, aber es steht beschrieben, Beihilfen zur Pfarrerbesoldung und zur Versorgung von Ruhestandspfarrern. Wir bezahlen durch Zuschüsse aus unserem Land Pfarrer. Und für Dotationen, was das ist, komme ich sofort zu. Dazu kriegt noch die altkatholische Kirche eine 250.000 und die jüdischen Kultusgemeinden kriegen fast 9 Millionen. Gesamtsumme für Weltanschauungsgemeinschaften in Nordrhein-Westfalen jedes Jahr 31 Millionen Euro steigend. Und damit kommt NRW noch richtig gut weg. 31 Millionen. Im Haushaltsplan Bayern, wo wir schon in Bayern sind, steht für die katholische Kirche alleine 70 Millionen. Die evangelische Kirche kriegt nochmal 23 Millionen. Die Gesamtsumme ist das von 93,4 Millionen Euro. Wofür gibt Bayern das Geld? Erstens, pauschale Zahlung für Personalaufwand. Gemeint ist Verwaltung und Angestellte. Nee, Verwaltung und Angestellte. Jetzt brauche ich Strom. Ich habe halt hier dieses vom Landtag. Dieser komische Microsoft-Anschluss. Ich habe doch was dabei, komm. Ich rede mal weiter. Das ist kein Funkmikrofon, ne? Ist doof. Ja, dann rede ich damit weiter. Es müsste gebootet haben. Ich rede mal weiter. Also, in Bayern gibt es erstens Geld für die Verwaltung der Kirchen. Das als erstes festgelegt. Das zweite sind die sogenannten Emeritenheime. Das ist nichts anderes als die Ruhestandspfarrer in Nordrhein-Westfalen. Jetzt hoffe ich, dass wir da irgendwo Strom haben. Und als drittes gibt es Geld für die seelsorgerische Tätigkeit. Ich stelle mich auch irgendwo anders hin, mir ist das egal. Als drittes gibt es Geld für die seelsorgerische Tätigkeit, die allerdings, da holt sich das Land tatsächlich Geld zurück. Und zwar die Hälfte von dem, was das Land bezahlt. Nee, das wird so nix. Das wird eine Herausforderung für den Kameramann. Also das Land Bayern holt sich die Hälfte von dem Geld zurück. Und jetzt aufgepasst, was es bezahlt für die Tätigkeit von Pfarrern, die in Schulen gehen und da in staatlichem Auftrag, es wird immer besser hier, und da in staatlichem Auftrag Religionsunterricht geben, unter dem Deckmäntelchen der Bildung ihren Glauben verbreiten. Und je mehr die ihren Glauben verbreiten, desto mehr kann das Land Bayern sparen, weil sie sich dann Geld von der Kirche zurückholen können. Das ist mein Geschäftsmodell Bayern. Ihr könnt stolz auf euch sein. Jetzt muss das wahrscheinlich erst hochfahren. Es ist super Hightech. Vor allem, wenn man ständig die Züge wechselt, hat das Ding ja nie Zeit, sich aufzuladen. Oh, dann wäre ich bis München. Das wär eigentlich, also vom Weg her wäre das Gleiche gewesen, einfach durchzufahren bis nach München und dann von München wieder zurückzufahren. Fliegen ist besser, okay. Der Erlangen International Airport, na dann. Apropos Berlin. In China haben sie die Baupläne kopiert vom BER und haben den Flughafen nachgebaut und sie sind fertig. So. Die Stadt kann ich euch nicht nennen, die haben so viele Millionen Städte. So. Also, bundesweit habe ich ausgerechnet, sind die Staatsleistungen, die wir an die Kirchen zahlen, aus Steuermitteln, also aus allgemeinen Steuermitteln, 492 Millionen Euro, also fast eine halbe Milliarde Euro jedes Jahr für die Kirchen. Und zwar nur aufgrund dessen, an Vereinigungen, nur aufgrund dessen, dass die Menschen, die da vereinigt sind, an irgendwas glauben. Also ich glaube, morgen ist schönes Wetter, wir können Vereinigungen machen, gibt es leider kein Geld für. Glauben hat übrigens was mit Bier zu tun, aber das erkläre ich gleich. Und dazu kommen noch Sonderleistungen. Kirchen-Events habe ich vorhin gesagt.
Kirchentage wäre ein konkretes Beispiel. Ich habe nachgeguckt, ich habe so viel nachgeguckt vorhin. Der 101. Deutsche Kirchentag wird in Münster stattfinden im Jahr 2018. Da gibt das Land NRW 1,6 Millionen Euro, einfach so, weil die machen so ein Event. Der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag wird in Dortmund stattfinden, 2019. Dafür gibt es 3,5 Millionen Euro. Jetzt hat mich ein Mensch angeschrieben, hat gesagt, was hast du denn gegen die Kirchentage? Mensch, da kommen junge Leute zusammen und feiern und das ist doch total toll, wenn junge Leute beschäftigt sind. Die Love Parade hätte ja schließlich auch Zuschüsse gekriegt. Ja, die waren nur im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die hätten sich, glaube ich, auch über 300 Millionen gefreut. Und ein paar zerquetschte. Okay, der... Nein, den darf man nicht. Also, sehr, sehr geschmacklos, sehr geschmacklos. So wie das Bild von den BDM-Mädeln gestern, die eine Armlänge Abstand zu Fremden halten. Okay, warum zahlen wir eigentlich so viel? Und was soll das Ganze? Die Zahlungen machen wir aufgrund dessen, dass Napoleon die Kirchen enteignet hat. Ganz einfach, der hat denen all ihre Güter weggenommen und hat gesagt, das ist jetzt alles hier staatlich. Dann gab es eine letzte Sitzung vom damaligen... Ja, hat nicht ganz geklappt. Moment, kommt jetzt. Da gab es eine Sitzung vom damaligen Reichshauptschluss. Reichshauptschluss, genau so hieß das. Da hat sich das Heilige Reich Deutscher Nationen aufgelöst, Heilige Römische Reich Deutscher Nationen aufgelöst. Und die haben in ihrem Auflösungsbeschluss noch gesagt, aber die Kirche wird entschädigt. Das war 1800 und... Ich meine ja. Ich meine 1803, genau. Dann ist das so weitergelaufen. Niemand hat die Kirchen entschädigt, es wurde immer Geld gezahlt. Das Kaiserreich war interessiert an guten Beziehungen. Davor die Einzelstaaten sowieso. Dann gab es das Kaiserreich. Im Artikel 138 in Weimar, in der Verfassung von Weimar, wurde festgeschrieben, ja, das ist weiter zu zahlen, das Geld, aber A, durch die Länder, denn früher waren es ja die Fürstentümer und jetzt müssen es halt die Länder zahlen, und B, soll so schnell wie möglich diese Leistung abgelöst werden, und zwar durch eine Einmalzahlung. Im Grundgesetz gibt es den Artikel 140. Da steht drin, der Artikel 138, Weimarer Reichsverfassung und noch die drei davor und die zwei dahinter, die gelten einfach weiter. Alles, was mit Kirche zu tun hat. Das heißt, der Weimarer Reichsverfassungsartikel 138 gilt bis heute und ist deutsches Verfassungsrecht. Seit 1919 haben wir in unserer Verfassung stehen, in unserem Grundgesetz stehen, dass diese Leistungen schnellstmöglich abgelöst werden sollen. Da sind bald 100 Jahre rum. Liebe große Parteien, wo ist die Kamera, da muss ich reinsprechen. Liebe große Parteien, 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung. Das wäre ein super Zeitpunkt, jetzt tatsächlich mal hinzugehen und in den Ländern diese Einmalzahlung zu verabschieden und sich mit den Kirchen zu einigen und aufzuhören, jedes Jahr den Kirchen Geld in den Markt zu schieben. Das wäre super. Ich quäle euch nicht mehr lange. 100 Jahre besteht das Ganze jetzt und ist nicht umgesetzt. Also wir halten uns übrigens ans Grundgesetz. 100 Jahre trotzdem Schätzungen besagen, dass in 10 bis 15 Jahren die Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen sich als ungläubig bezeichnet, also nicht einer der beiden großen Kirchen zugehört. Die Schätzungen variieren. So je nach Annahme dessen, wann der nächste Bischof sich eine goldene Badewanne neben das Tabernakel stellt, oder wenn der nächste fromme Bruder auffliegt, der irgendeinen Schutzbefohlenen seinen Hirtenstab polieren lässt. Das wird dann etwas schneller gehen. Was also, liebe Anschreibende, die mir Briefe schicken und E-Mails schicken, was spricht dagegen, dass wir das Grundgesetz umsetzen? Religion ist Privatsache. Die Gläubigen sollen gerne sich auch in Religionsgemeinschaften organisieren. Aber der Staat soll sich endlich da raushalten, soll seine Sonderleistung einstellen und soll sie nicht finanziell oder rechtlich bevorzugen. Denn die Bevorzugung bestimmter Religionsgemeinschaften, in NRW sind es diese vier, ist eines säkularen Staates einfach nicht würdig. Und für die Gläubigen unter euch, wenn es die gibt, ich hoffe, ich habe euch nicht beleidigt mit dem, was ich bis jetzt gesagt habe, aber wenn es wirklich einen Gott gibt, egal wie der jetzt heißt, egal wo der kommt, wie der aussieht, welches Geschlecht er hat, dann will er, dass alle Menschen gleich behandelt werden. Hallo, ihr christlichen Parteien,
100 Jahre, ihr habt den Auftrag gehört, 2019. Jetzt ist Zeit, bereitet euch vor. Unsere Unterstützung habt ihr. Eine Frage muss ich noch beantworten. Was hat das also mit Bier zu tun? Vinz Ebert, der ist, ich muss es mir aufschreiben, Physiker, Autor, Kabarettist, erklärt den Unterschied zwischen Wissenschaft und Religion so. Wenn ich vermute, im Kühlschrank könnte noch Bier sein und ich gucke nach, dann betreibe ich quasi eine Vorform der Wissenschaft, evidenzbasiertes Handeln. Das ist ein großer Unterschied zur Theologie, zur Religion. Da werden Vermutungen in der Regel nicht überprüft. Da sagt man, im Kühlschrank ist Bier. Dann ist man Theologe. Wenn man danach guckt, ist man Wissenschaftler. Wenn man nachguckt, ist es kein Bier im Kühlschrank, man macht die Tür wieder zu und behauptet, trotzdem ist es Bier drin, dann ist man Esoteriker. Danke.